Feurig scharf, außerirdisch köstlich und abenteuerlich fischig. Hot Dogs weltweit. Ein Wurstbrötchen ist nicht einfach nur ein Wurstbrötchen. Wir futtern uns einmal quer durch die Hotdog-Galaxie. Oh, jetzt. Verrückt, echt klasse. Die Idee ist genial. Keine Ahnung, was das für Fleisch ist. Das Tier da oben vielleicht. Mitten in der Sonora-Wüste in Arizona liegt laut UNESCO das Food-Mekka der Vereinigten Staaten Tucson. Kulinarische Tradition trifft auf mexikanische Einflüsse. So, hier mitten an der Hauptstraße soll es die berühmten Sonoran Hotdogs, die besten Hotdogs von ganz Arizona geben. Sieht jetzt nicht so einladend aus von außen. Wir gehen mal rein. Mexiko ist quasi ums Eck. Das merkt Reporter Daniel schnell. Ja, cool. Zählen noch die inneren Werte. Umwickelt mit Bacon in einem warmen mexikanischen Brötchen. Den hole ich mir. Was ist daran so berühmt? Also, warum kommen die Leute hierher, um diesen Hotdog zu essen? Also, der Geschmack ist wie wenn du in Mexiko bist. Super authentisch. Deswegen sind wir so berühmt. Und du magst ihn auch? Ich liebe ihn. Wie viel verkauft ihr da so am Tag von den Hotdogs? An einem Mittwoch wie heute so um die 300. Dann würde ich gern einen bestellen. Okay, mit allem? Mit allem, with everything. $3,99 kostet der mit Preisen ausgezeichnete Sonoran Hotdog. Unser Brot unterscheidet sich von anderen Läden. Es kommt direkt aus Mexiko. Unsere Hotdogs sind echt berühmt. Gerade war eine Frau hier, die ist extra aus Phoenix hergefahren. Das ist eine Stunde entfernt. Sie hat gesagt, dass sie den Geschmack unserer Hotdogs vermisst, weil die keiner macht wie wir. Der Unterschied zum amerikanischen Hotdog ist die Wurst. Die ist mit Bacon umwickelt und, na klar, das ganze mexikanische Zeugs. Bohnen, die machen wir jeden Tag frisch mit ein bisschen Butter obendrauf. Und dazu gegrillte Zwiebeln. Der Sonoran Hotdog wurde Ende der 80er im mexikanischen Bundesstaat Sonora erfunden und zum beliebten Streetfood. Ofengebackenes Bolillo-Baguette, getoppt mit Senf und Jalapeno-Salsa. Das ist der beliebteste Hotdog drüben in Mexiko. Da gibt's einen für 20 Pesos oder so. Und auch in Arizona ist die Spezialität ein absolutes Muss. Also Mexiko-Feeling ist das schon mal? So. Sonoran Hotdog. Optisch schon mal top. Also so einen Hotdog habe ich noch nie gegessen, aber ich finde, das Brot sieht schon mal richtig gut aus. Das ist nicht so weich wie das amerikanische und schön braun gebacken. Probieren wir mal. Das ist richtig gut. Speise so ein bisschen leicht scharf, dann die Zwiebeln, die Bohnen und die Wurst. Ups, eine Sauerei ist es auch. Und die Wurst, die hat so einen richtig geilen Bacon-Geschmack. Und jetzt die Mutprobe, aber die sieht nicht scharf aus. Jetzt. Die sah nicht scharf aus. Ich dachte, sie ist auch nicht scharf. Aber nach einer Minute wurde sie scharf. Schau mal die Kamera aus. Ich brauche was zu trinken. Der Sonoran Hotdog. Nicht nur eine scharfe Tradition, sondern auch ein kulinarisches Symbol der ganzen Sonora-Wüste. Hotdogs weltweit. Weiter geht's nach Deutschland. Reporterin Nico hat im Internet eine seltsame Entdeckung gemacht. Einen Fisch-Hotdog. Echt oder fake? Eine Freundin hat mir einen Lachs-Hotdog geschickt.
Interessant, sowas habe ich noch nie gesehen, aber ich bin gespannt. Und jetzt recherchiere ich das und wir sehen mal, wie es schmeckt, ob wir da hinfahren können. Aus der Megametropole London geht's für die Britin ins beschauliche bayerische Felden. Gibt's in diesem Hinterhof den sagenumwobenen Lachs-Hotdog? Lachsaufstrich, Räucherlachs und tatsächlich Wiener Würstchen. Aber sind die echt aus Fisch? Chef Robert Strobel hat den besonderen Hotdog erfunden. Wie kommt man auf diese Idee? Wir machen heute zusammen unseren Wildlachs-Hotdog mit unserer Wildlachswurst. Die haben wir jetzt vor ein paar Jahren kreiert. Unsere Firma gibt es seit 12 Jahren. Wir räuchern ursprünglich kanadischen Wildlachs, Rotlachs und Silberlachs. Und haben dann am Abend mal beim Weggehen mit dem Papa bei ein paar Bierchen die Idee gehabt, wir möchten mal was Neues kreieren. Okay, dann lass anfangen. Alles klar, dann gehen wir zum Räucherofen. Das Heiligtum der Lachsmanufaktur. Wir können gerne mal hier an der Seite reingucken. Da kann man dann schön sehen, wie hier der Rauch erzeugt wird. Ja, qualmt ordentlich. Was für Holz ist es? Wir haben eine Mischung von verschiedenen Edelhölzern, aber was genau, das können wir nicht verraten. Okay, verstehe. Naja, eines sei verraten. Buchenholz ist auf jeden Fall involviert und sorgt für ein mildes Raucharoma. Der Rotlachs für die Würste kommt aus dem wilden Norden Kanadas. Dort hat Robert vor über 20 Jahren auch das Räuchern gelernt. Wichtig bei der Fischwurst, nur kurz in warmem Wasser erwärmen, damit sie nicht aufplatzt. Wir haben halt den kanadischen Wildlachs, der sehr wenig Fettanteil hat. Und darum ist die Schwierigkeit, einfach die Wurst ordentlich zu binden. Da haben wir lange getüftelt und haben dann letztendlich doch noch einen Weg gefunden. Was ist der Weg oder ist es auch geheim? Das ist auch geheim. Okay. Lachs und Wurst habe ich echt noch nie gesehen. Ja. Wir verkaufen das meiste online und auf Messen halt. Ja, wir haben auf der Messe dann auch eben den Hotdog dabei und die Würste so verpackt dann. 10 Euro kostet online die Packung Wildlachswurst. Dann nehmen wir uns mal 2 raus und machen den Hotdog fertig. Statt Fish and Chips gibt's heute Fischwurst. Nicht nur für unsere britische Reporterin eine äußerst ungewöhnliche Idee. Eine Lachswurst? So was habe ich nie gesehen. Also welche Soßen kommt dabei? Also wir haben jetzt einmal die Zitronenmayonnaise. Okay. Und dann haben wir einen Mangosenf. Der gibt einfach einen guten Kontrast. Dazu frische Lauchzwiebeln und Röstzwiebeln. Oh, das sieht so lecker aus. Und fertig ist der Wildlachs-Hotdog. Bitte schön. Oh, vielen Dank. Wichtig? Na klar, der Knack. Also das ist voll lecker. Die meisten erwarten eine klassische Wiener, weil wir eben auch diesen Look haben. Und dann beißen die ab und sagen dann, wow, ganz was anderes, als wir jetzt erwartet haben. Yeah, no, it tastes, it does ja, das schmeckt like genau fish, wie Fisch. It's confusing having the texture. Das ist echt verwirrend. Fish with the normality of weil es eigentlich eine normale Wurst ist. I mean, it's quite ungewöhnlich, ne? Aber insane. Verrückt. Really well done. Echt gut gemacht. Brillante Idee. Handgefangener kanadischer Lachs als Hotdog. Ziemlich wild. Aber natürlich, es geht auch noch verrückter bei unseren Hotdogs weltweit. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Beziehungsweise, wir sind in Disneys Star Wars Themenpark in Florida. Also Daniel, was denkst du? Für mich ist ja Freizeitpark Action. Ja, aber das ist nicht das Einzige. Ja, du hast Essen, Trinken, Spaß für die ganze Familie. Ja, natürlich. Im Freizeitpark fürs Essen? Ich zeig's dir. Der Planet Batuu, ein Handelsaußenposten am Rande der Galaxie. Dementsprechend ziemlich außerirdisch auch das, was hier auf dem Grill landet. Rontofleisch. Ich weiß nicht, ob ich das essen will. In Wurstform ist es ja ganz okay. Sollen wir einfach mal probieren? Ja. Gut. Okay. Das ist ein gutes Frühstück. Ja, man denkt, so Hotdog ist einfach nur Brot und Wurst. Aber es ist immer was anderes. Wir haben jetzt hier Wrap und Eier und Käse. Und eine gut geräucherte Wurst, lecker.
Ronto, ein saurierähnliches Wüstentier. Wie finden das die anderen Weltraumtouristen? Jetzt. Keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll, aber es ist gut. Keine Ahnung, was das für Fleisch ist. Das Tier da oben vielleicht. This is Ronto meat. Sehr gut. Salzig, nicht was ich normalerweise zum Frühstück esse, aber echt gut. Lecker, es gibt nichts Vergleichbares auf diesem Planeten. Großartiger Geschmack. Ihr müsst einen probieren, jeder braucht einen davon. Die Gerichte auf dem Markt wurden speziell für den Themenpark kreiert. Und zur Auflösung, die Würstchen sind in Wirklichkeit aus Schweinefleisch. Zurück auf der Erde. Es geht in Mozarts Heimatstadt nach Salzburg. Hier erwartet uns eine ganz besondere Hotdog-Variante, wohl erfunden 1949 von einem in Salzburg lebenden Bulgaren. Die Bosna, würzig scharfe Bratwurst in einem aufgeschnittenen Weißbrot. Nicht schlecht. Ganz anders als in Deutschland. Also ich finde, die Wurst ist ein bisschen ähnlich. Aber da ist ja auch Curry drauf, sehe ich gerade. Und Senf. Und Zwiebeln. Gut. Eine Kombination, die ich nicht erwartet habe, aber die echt lecker war. Cool. Schmeckt gut. Fluffiges Brot, knackige Wurst. So was schon mal gegessen? Nee, erstes Mal. Aber es schmeckt sehr lecker. Und der Preis? Ich habe 4 Euro. Also für so eine Wurst inklusive einem langen Sandwichbrötchen, muss ich sagen, kannst du bei uns, kriegst du das fürs Geld nicht. Also überraschend, ist anders als unsere Bratwurst, wie man sie kennt, ist ein bisschen würziger. Und ganz ehrlich, finde ich schon irgendwie mal ein Highlight, mal was ganz anderes als eine normale Bratwurst. Daumen hoch. Hotdogs weltweit. Wurst ist eben nicht gleich Wurst.